heute testen wir einfach mal den gruseligsten Seed aus ganz Minecraft aus. Und zwar ist es der 666 Seed. Freunde, es wird sehr verrückt. Und das müssen wir jetzt auch beim Seed eingeben. Also ganz viele Sechsen, so viele Sechsen wie nur möglich. Und dann erstellen wir auch schon die Welt. Freunde, lasst jetzt nochmal schnell ein Like da, lasst auch ein Abo da, bevor die Welt erstellt wird. Wenn ihr es schafft, dann seid ihr krass. Und schreibt mal in die Kommentare, habt ihr es geschafft oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, Leute. Und zwar sehen wir schon, wir sind jetzt hier in einer komplett neuen Minecraft-Welt unterwegs. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und was wir jetzt erstmal machen müssen, ist, wir müssen nach einem Minecraft-Villager-Dorf suchen. Denn auf dem allerersten Blick sehen wir, das scheint doch eigentlich eine ganz normale Welt zu sein. Hier sieht nichts anders aus. Mobs sehen, ja, komplett gleich aus. Keine komischen Sachen passieren. Aber ich kann euch so viel sagen, das wird noch passieren. Denn was wir machen müssen ist, wir müssen zuallererst ein Villager-Dorf finden. Und dieses Villager-Dorf müssen wir einfach mal anzünden und mit Lava übergießen. So dass die Villager quasi sauer werden. Und das ist quasi so eine Art Ritual, könnte man sagen. Deshalb würde ich sagen, wir begeben uns Richtung Villager-Dorf und schauen mal nach, ob wir hier irgendwo im Umkreis was finden. Falls ihr es übrigens noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt auch einen zweiten Minecraft-Kanal am Start. Und zwar heißt dieser Putty. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei, da kommen auch täglich Roleplay-Videos online. Und ja, machen wir es weiter mit diesem Villager-Dorf, denn anscheinend konnten wir relativ schnell eins finden. Ja, ist glaube ich nicht das Größte, aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier um. Okay, Leute, also hier haben wir schon mal ein bisschen Weizen am Start. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil dieses Weizen können wir nutzen, um uns ein bisschen was zu essen zu machen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwie ein Lavasee oder sowas ist, also ein Schmied besser gesagt. Weil vielleicht können wir sogar beim Schmied einfach mal ein bisschen Eisen finden. Aber was sieht jetzt hier? LOL, was ist das denn? Einfach mal eine Mine mitten hier im Weg. Also, man könnte wirklich denken, hier ist nichts Besonderes an dieser Welt, ne? Aber Leute, wie gesagt, wir müssen ein bisschen abwarten. Denn es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr heftig hier in dieser Welt. Aber wenn ich mich jetzt hier mal so in diesem Villager-Dorf umschaue, ich finde hier auf jeden Fall keine, ja, kein Schmied oder sowas. Deswegen würde ich schon fast sagen, wir machen jetzt erstmal weiter und besorgen uns hier einfach mal unser Standard-Equipment. Also ein bisschen Holz hacken, dann auf jeden Fall auch Eisen holen, weil da unten in der Mine, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, da war auf jeden Fall Eisen. Und das können wir dann sofort durchschmelzen. Das Einzige, was wir nur auf jeden Fall auch noch benötigen werden, ist einmal ein Feuerzeug. Das könnte ein bisschen tricky werden, aber wie gesagt, wir bleiben einfach mal am Ball. So, und jetzt baue ich einfach mal ein bisschen was von der Kirche hier ab. Ist jetzt nicht unbedingt perfekt. Ja, ist echt nicht perfekt, aber egal, ich brauche Cobblestone, deswegen mache ich das einfach mal so auf diese Art und Weise. Wir können ja gleich sonst diesen Cobblestone zurückbringen. So, und jetzt, genau, ich wollte noch ganz schnell einmal mir Brot machen, weil wir haben ja hier dieses Weizen bekommen. So, zack. Drei Brot ist jetzt auch nicht so viel, aber es reicht erstmal aus, weil ich denke mal, im Laufe der Zeit sollte auch hier noch Weizen nachwachsen. Dementsprechend sollte das passen. So, Freunde. Hier sehen wir schon Eisen sehr, sehr gut. Also sollte, es passt genau für einen Eimer. Das heißt, einen Eimer können wir uns schon mal machen. Wir müssten jetzt nur noch irgendwo Lava finden. Leute, das Haus glitscht einfach mal bis in den Boden rein. Sehr, sehr verrückt. Komm, dann nehmen wir nochmal ein bisschen von diesen Cobblestone mit. Dann können wir die Kirche nochmal vernünftig machen, damit die nicht so offen glitscht. Aber ich glaube, das hier ist keine krasse Mine. Dementsprechend sollten wir nochmal ein bisschen weiter schauen. Aber es ging ja auch eigentlich nur darum, eine Mine zu finden. Und, oh, warte mal, da geht's hier. Ah, okay. Da geht's also doch noch weiter. Das heißt, wir können nochmal in die eine Richtung gehen. Ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal das Ganze hier zu. So, dass die Kirche hier wieder geschlossen ist und dass die Villager nicht frieren müssen. So, und jetzt würde ich mir schon mal gerne einen Ofen machen. Weil dann können wir diesen Ofen benutzen, um hier schon mal was zu schmelzen. Ist natürlich jetzt auch nicht perfekt, dass wir uns Holz von diesem Haus hier schnappen. Aber ich brauche irgendwas zum Durchbrennen. Und das ist jetzt hier wirklich das Einzige, was hier so in der Nähe ist. So, deswegen nehmen wir einfach nochmal hier auch ein bisschen Holz vom weißen Feld weg. Hat aber keinen Nachteil, von dem her alles
Easy. So, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem jetzt erstmal in eine Mine. Weil das können wir eigentlich auch essen, oder? Sollte man doch auch essen können, oder bin ich gerade lost? Müsste man doch auch, oder hä? Karotten haben wir auch am Start. Lazy, nice, nice, Leute, sehr gut. Ja, man hat hier nicht so viel, muss man sagen, weil das Villager-Dorf halt noch frisch gespawnt ist. Aber im Laufe des Videos sollte auf jeden Fall einiges hier nachwachsen. Und im Laufe des Videos sollten auch die Villager, ja, ein bisschen anders aussehen, um es einfach mal so zu sagen. Bevor wir das allerdings erfahren, gehen wir nochmal hier runter in eine Mine. Alter Schwede, und da haben wir sogar eine Lavaquelle. Oh mein Gott, es ist perfekt. Es ist eigentlich perfekt. Das Einzige, was wir, wie gesagt, noch beachten sollten, wäre, dass hier wirklich jetzt, dass wir nicht runtergeschubst werden. Kann natürlich auch passieren, dass wir hier runtergeschubst werden. Und das wäre auf jeden Fall gar nicht gut. Deshalb sehen wir mal lieber zu, dass wir jetzt hier aufpassen und nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Das können wir dann theoretisch auch für den Ofen benutzen. Okay, okay, aufpassen, Freunde, aufpassen. So, hier entlang, zack, zack. Und hier hoch, ja, sollte eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt hier so rüberspringe, ah, okay. Rüberspringen, dachte ich mir. Na, es ist unfassbar, Leute. Es ist unfassbar. So, nehmen wir einfach Dreck hier. So, ey, ich werde getrollt. Es müsste doch gehen, ich wollte schon sagen, das muss doch funktionieren. WTF, okay. Also ab geht's jetzt hier. Nehmen uns einfach mal Eisen heraus. Und dann haben wir schon mal den ersten Lava-Eimer am Start. Wir können uns also schon die Lava schnappen und schon mal hier Lava vergießen. Das Ding ist halt nur, eigentlich will ich ja noch ein bisschen was haben hier von diesem Weizenfeld und so. Aber na, gleichzeitig müssen wir ja trotzdem das Ganze hier anbraten. Also das ganze Villager-Dorf muss, wie gesagt, mit Lava angezündet werden. Oder halt mit einem Feuerzeug. Eigentlich auch beides. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir alles mit einem Schlag anzünden können. Hey, hier ist noch mehr. Lol. Okay. Diesen Teil habe ich ja noch gar nicht gesehen. Den habe ich echt noch nicht gesehen. Aber hier scheint jetzt auch noch nichts Außergewöhnliches zu sein. Naja, egal. Freunde, begeben wir uns weiter in die Mine. Denn da müssen wir, wie gesagt, hin. Und dann können wir uns erstmal, wie gesagt, unser Equipment besorgen. Ein bisschen Eisen wäre auch, wie gesagt, echt nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch sehr, sehr Krasses hier in diesem Seed erleben. Und da noch ein bisschen Eisen zu haben, das schadet auf jeden Fall nicht. So, einfach mal runterbauen, würde ich jetzt hier sagen. So, was haben wir jetzt hier? Okay, da haben wir, wie gesagt, diese Lavaquelle. Sehr, sehr gut. Und da sehe ich sogar schon Eisen, Leute. Dann nehmen wir... Flint haben wir, sehr gut. Flint brauchen wir auch für ein Feuerzeug. Beziehungsweise, ja... Ah doch, wir haben jetzt Flint, sehr gut. Aus Gravel bekommt man halt Flint, das wollte ich damit sagen. So, und dann schnappen wir uns erstmal das erste Eisen hier, was wir so finden. Ich sollte echt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gleich aus Versehen irgendwie in diese Lava reinfliege. Das wäre super ärgerlich. So, zack, hier auch nochmal. Okay, Leute, sehr, sehr schön. Na, okay, aufpassen, dass jetzt hier nicht irgendwas, dass wir nicht auf irgendwas Falsches treten. Das kann echt manchmal schneller passieren, als man gucken kann. Weil hier ist eigentlich safe, würde ich sagen. Hier ist eigentlich safe. Ich hätte mir eigentlich nochmal ein paar Sticks machen sollen oder ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Weil jetzt haben wir das Problem, dass wir gefühlt ja gar kein Holz hier unten haben. Aber gut, ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt hier in dieser Mine bleiben werden. Deshalb bleiben wir erstmal so ausgerüstet. Oh Gott, es ist natürlich auch so perfekt, weil wir einfach mal gar keine richtige Waffe haben. Deswegen schlage ich einfach mal jetzt die Mobs runter. So, egal, komm. Wir nehmen jetzt einfach nur ein bisschen Eisen mit. Und wenn wir genug Eisen haben, gehen wir auch schon wieder an die Oberfläche. Deswegen versuche ich jetzt auch möglichst mit den Fackeln zu sparen, weil wir, wie gesagt, nicht so viel von diesen Fackeln haben. Und dann sollten wir die jetzt auf keinen Fall verschwenden. So, hier sehe ich noch ein bisschen Eisen. Also hier ist auf jeden Fall eine ganz gute Mine. Das muss man auch mal gesagt haben. Deswegen, ich mache mal nebenbei jetzt hier ein bisschen was rein. Dann können wir die Zeit sinnvoll nutzen. Also ich hätte gesagt, zumindest so, dass wir halt ein paar Eimer machen können. Vielleicht sogar noch ein Brustpanzer, vielleicht das ein oder andere Equipmentstück auch noch, aber das sollte genügen. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen herumlaufen und nach Eisen suchen, Freunde. Und dann machen wir weiter. Okay, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt hier mal zwei Öfen platziert, damit das ein bisschen schneller geht. Hier habe ich ein bisschen was und hier habe ich ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall gleich, wenn wir oben sind, nochmal eine Eisenachse, damit wir uns irgendwie auch wehren können. Aber wie gesagt, es wird jetzt gleich echt heftig. Ich denke mal, mittlerweile müsste es auch draußen schon Nacht sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt überlege ich noch, was wir brauchen. Auf jeden Fall am besten noch eine Hose. Sollte auch noch wichtig sein. Ja, und halt, wie gesagt, am besten noch ein paar Eimer, ne? Stimmt. Das brauchen wir auch noch. Ja, da
Naja. Ja, machen wir uns noch einen Eimer, damit das auch ein bisschen einfacher geht mit dem Lava übergießen. Und dann warten wir mal ab, bis das hier alles fertig ist. So, alles fertig. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal die ganzen Sachen mit, die wir platziert haben. Und gehen mal wieder an die Oberfläche. Ich habe jetzt nur einen Lava-Eimer aktuell, aber ja, vielleicht finden wir noch woanders hier Lava. Und es ist, glaube ich, man sieht es hier sogar, es ist, glaube ich, Nacht, ne? Ja, es ist Nacht. Wir bauen uns mal kurz hoch. Es sind eigentlich perfekte Voraussetzungen, weil ich habe da oben gesehen, dass da irgendwas leuchtet. Und es kann sein, also ich könnte mir jetzt nichts anderes vorstellen, dass da wirklich ein Lavasee ist. Das würde uns natürlich total in die Karten spielen. Wir brauchen allerdings auch noch Holz, sehe ich gerade. Und es ist genau das, was ich dachte, Leute. Let's go. Dann nehmen wir das einfach mal mit, würde ich sagen. Zack, hier Lava am Start. Und wir brauchen, wie gesagt, auch echt noch ein bisschen Holz. Das wäre perfekt. Oh, komm. Oh, jetzt, ja, die ganzen Zombies greifen uns halt schon an. Das ist das Problem. So, ich renne einfach mal. Wobei, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. So, komm, wir lassen die einfach mal hier Lava reinrennen. Das geht doch super easy. Viel einfacher, als sich dagegen anzutreten auf eine andere Art und Weise. So, komm, einmal sterben, zack. Ey, als ob die so hartnäckig sind. Warum sind die so hartnäckig? Komm, dann der nächste. Easy, Leute, das ist ja easy. So, dann würde ich sagen, Crafting Table wird platziert. Wir müssen uns auch beeilen, weil das muss noch in der Nacht klappen, dass wir alles anzünden. So, hier einmal Feuerzeug machen. Zack, Feuerzeug ist auch am Start. Und noch was. Ja, genau, wir wollten uns noch einmal eine Eisenaxt machen, damit wir uns auch irgendwie wehren können. Dann machen wir uns eine Eisenaxt und eine Eisenspitzhacke. Ich denke mal, das ist nochmal ein bisschen besser. Das kann dann alles hier weg. So, sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen. Es wird jetzt erstmal etwas krasser. Und gleich sollten wir dann auch in diesem... Ja, wir sollten uns erstmal sogar so ein Bett mitnehmen, fällt mir gerade auf. Weil... wobei, warte mal, wir machen es anders. Wir nehmen nochmal die Sachen hier mit. Also hier ist ja jede Menge was nachgepflanzt und so. Das können wir alles nochmal mitnehmen. Aber wir sollten danach alles anzünden. So machen wir das, Freunde. So machen wir das. Okay, aber ist hier noch irgendwas, was wir überhaupt gebrauchen können? Ich glaube ja nicht, oder? Ja, hier nochmal ein bisschen was. Ja, hier auch noch ein bisschen. Also ein bisschen was ist ja schon nachgekommen. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier uns ein Bett mitgenommen haben, legen wir mal los mit unserer Operation. Ich glaube, hier müsste ein Bett sein, oder? Hier? Hallo? Lol, die werden schon angegriffen, okay? Die werden sogar schon angegriffen. Damit habe ich allerdings nichts am Hut, muss ich ganz klar sagen. Ist hier was? Nein, hier ist auch nichts. Hier sind nirgends Betten? Das ist doch nicht möglich. Eigentlich müssten hier doch irgendwo Betten sein, oder sehe ich das falsch? Okay, also anscheinend sind hier keine Betten. Das ist ein bisschen doof, aber egal. Dann müssen wir uns halt anders helfen. So, dann würde ich sagen, oh Gott, es wird auch schon wieder, glaube ich, langsam hell. Wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen, Freunde. So, zack. Alles anzünden. Alles anzünden. So, dann können wir auch vielleicht mal hier irgendwo Lava platzieren, wo sich das auf die Häuser verbreitet. So, zack. Zack. Hier vielleicht ein bisschen Lava hin. Hier vielleicht ein bisschen Lava hin. Da ein bisschen Lava hin. Also, wir sehen auf jeden Fall, oh mein Gott, die Häuser brennen auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. So, weiter, immer weiter, Leute, immer weiter. So, hier nochmal ein bisschen was. Oh Gott. Also, es wird auch langsam hell, aber wir haben es noch geschafft, das Ganze zu machen, bevor die Sonne untergeht. Beziehungsweise wieder kommt, besser gesagt. Alter Schwede, hier brennt echt alles. Hier brennt echt alles. Hier bleibt kein Gebäude alleine. So, zack. Oh, unser Feuerzeug geht sogar schon fast kaputt, sehe ich hier. Ja, auch mit der Lava auf jeden Fall sehr, sehr krass. Oh, komm. So, zack. Oh ja. Schaut euch mal dieses Villager-Dorf an. Alter Schwede. Es wurde komplett gegrieft. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, ich versuche jetzt nochmal hier schnell diese Lavaquellen mitzunehmen und die woanders zu platzieren. So, hä? Wird es... Hä, das wird gar nicht platziert, kann das sein? So, zack, hier nochmal. Platzieren. Alter, alles brennt hier. Das ganze Villager-Dorf brennt hier einfach mal. Und noch ein paar kleine Stellen sind hier übrig. Ein paar kleine Stellen, die wir hier nochmal verändern müssen. So, zack. Oh, sogar die Villager. Sogar die Villager. Ich höre da schon ein Villager brennen. Die tun mir schon richtig leid, muss man sagen. Die tun mir auf jeden Fall echt leid, aber es geht nicht anders. Hä? Und warum ist meine Lava wieder verschwunden? Was ist das denn? Das ist echt verrückt. Also man sieht, es geht hier schon ordentlich zur Sache. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Hier geht wirklich alles kaputt. Alles kaputt. Schaut euch das einfach mal an. So schnell haben wir es geschafft, einfach mal ein Villager-Dorf komplett auseinanderzunehmen. Hä? Ey, das bist du... Was ist passiert hier?
Warum kann ich diese Fackel, warum kann ich keine Lava platzieren? Das ist jetzt schon das nächste Mal, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube echt, ich spinne. Weil irgendwie, das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt geht's. Oh mein Gott, okay, jetzt geht's anscheinend. Warum auch immer das die ganze gespinnt hat. Und jetzt fließt hier einfach mal die Lava aus dem Haus heraus. Okay, Leute, okay. Also ich glaube, die Villager werden hier auf jeden Fall nicht mehr leben können. Aber wie gesagt, ich mache das Ganze nur, damit wir auch den Effekt vom Seed zu spüren bekommen. Weil es geht hier immer noch um den 666 Seed. Sehen wir, das Haus fängt auch an zu brennen. Okay, 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 okay. Das heißt jetzt hier nochmal einmal reinpacken. Bumm. Und dann sind wir eigentlich ready. Dann werde ich jetzt noch warten müssen. Oh Gott, der Villager, er tut mir schon fast leid, muss man sagen. Er tut mir schon echt leid. Okay, also so sieht das Dorf hier aktuell aus. Alles hier komplett zerstückelt. Aber es fehlt noch eine Sache. Es fehlt noch eine Sache. Und zwar hier vorne. Und zwar hier vorne. Freunde. Hey, es ist so ein... Ey, was ist das? Was ist das los? Was ist da los, Leute? Ich weiß es nicht. Warum das einfach nicht funktionieren will. Ich kann einfach einige Häuser hier nicht mit Lava überschwemmen lassen. Okay, gut. So viel dazu. Also das Villager-Dorf ist jetzt hier auf jeden Fall weg. Wir brauchen jetzt am besten noch Wolle und dann... Ja, machen wir uns ein Bett und dann gehen wir schlafen und dann müsste es passieren. Das hier sind nicht nur super viele Schweine am Start. Hier sind sogar noch super viele Schafe am Start. Das können wir alles mitnehmen. Haben wir noch mal ein bisschen was zu essen. So, reicht das an Wolle? Na, das reicht leider noch nicht. Aber ich glaube, da hinten waren noch welche. Kann das sein? Ja, da hinten ist noch zwei Schafe, glaube ich, ne? Das heißt, dann haben wir auf jeden Fall genug Wolle gedroppt bekommen. Sehr schön. Zack. So, und dann werden wir jetzt gleich zum Villager-Dorf wieder zurückkehren. Ja, ich werde mich jetzt hier einfach eingraben. Machen wir jetzt hier einfach mal so ein kleines provisorisches Bett. Wie gesagt, in so eine kleine Kammer herein. Das soll jetzt hier kein Luxushaus werden oder sowas, um Gottes Willen. Einfach nur, dass wir hier uns irgendwie so ein bisschen zurückziehen können. So, eine Fackel können wir hier platzieren. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines Haus, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Okay, Freunde, okay. So. Dann heißt es jetzt einfach mal hier Crafting Table hin. Öfen können wir auch platzieren. So, zack. Und dann braten wir nochmal ein paar Sachen durch. Das können wir auch nochmal ganz schnell durchbraten, zack. Und das Bett müssen wir uns noch craften. Genau, das Bett müssen wir uns noch craften. So, dann machen wir uns das hier auch nochmal, zack. Bett ist am Start. Bett ist am Start. Okay, Leute, let's go. Einmal ganz schnell hier was essen. So, ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal ab, bis es Nacht wird, Leute. Bis gleich. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall wieder Nacht, Freunde. Das heißt, ich werde mich jetzt mal schlafen begeben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin echt gespannt. So, und okay, neuer Tag. Und jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, ich habe schon gesehen. Roter Mond ist am Start. Und rote Wolken sind am Start. Und es ist auch nicht... Fällt mir jetzt gerade das auf. Es ist einfach mal nicht Tag geworden, sondern es ist weiter Nacht. Schau dich das an, es ist weiter Nacht. Was sind denn hier für Mobs am Start? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich meine, Zombies sind Zombies, das ist ganz klar. Aber was ist das denn hier? Roter Mond, ein super komisches Schwein. Wahrscheinlich, weil wir es gerade getötet haben, oder was? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Was haben wir noch? So ein Schaf, was einfach mal kein Gesicht mehr hat. Oh, warte mal, habe ich noch Eisen? Ich habe kein Eisen mehr, ne? Ah, ich würde so gerne eine Schere machen, aber ich habe kein Eisen mehr. Mist. Ah, Mann, ey, wie sieht denn diese Schaf aus? Was ist das denn für ein Skelett? Was ist das denn für ein Skelett? Was? 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 Oh mein Gott, Leute, das ist ja krank. Das ist krank. Okay, ich muss... Oh mein Gott, sogar die Creeper. Schau euch mal diese Creeper an. Einfach mal so rote Augen am Start. Ich spinne. Ich spinne. Okay. Oh, was? Wir haben auch rotes Wasser am Start. Einfach Blutwasser haben wir am Start. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. Okay, 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 okay. Spinnen? Hat sich bei den Spinnen was verändert? Nein, die sind immer noch genauso geblieben. Und dieses Villager-Dorf, oh mein Gott, die Villager drehen immer noch am Rad. Hier hat sich nichts verändert. Alter, selbst hier, schaut euch das an. Alles rot. Alles rot. Alles ist wirklich rot. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich würde aber mal gerne schlafen gehen, weil mich jetzt interessiert, was am Tag passiert. Ich meine, ich bin gerade schon schlafen gegangen, aber das hat ja irgendwie nicht so ganz funktionieren wollen, muss man sagen. Deshalb, ich gehe jetzt nochmal zurück. So, dann rein ins Bettchen und jetzt gute Nacht. Okay, es hat jetzt angefangen zu regnen, höre ich schon. Roter Regen! Was? Was? Das ist der Wahnsinn! Jetzt ist es zwar Tag,
Es ist zwar Tag, aber es ist einfach mal roter Regen am Start. Leute, wie verrückt sieht Minecraft einfach mal so aus? Das ist mit Abstand der krankeste Seed, den ich so in Minecraft jemals gesehen habe. Schaut euch diese Monster an, schaut euch dieses Wasser an, schaut euch den Mond an, schaut euch die Wolken an. Selbst Wolken, rote Wolken, sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Es ist wirklich verrückt, Freunde, es ist wirklich verrückt. Also da kann man doch fast nur sterben. Ich meine, man wird ja hier die ganze Zeit verfolgt. Und warum brennen die nicht? Warum brennen denn die Monster nicht? Die müssten doch brennen. Oder ist Blut irgendwie... Leute, ich bin verwirrt. Hier ist aufgehört. Okay. Sehr gut. Oh nein. Was ist das denn? Kollege. Oh mein Gott. Wo kommen die ganzen Monster? Hier regnet es doch. Ey. Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig perplex, Leute. Was ist das? Also überall sind hier einfach mal irgendwelche Mobs. Und was ist das da oben? Ein Verwundeter? Hey, was ist das denn? Der sieht ja mal... Oh mein Gott. Oh, Creeper. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Der sieht aus, als wäre das so ein Verwundeter Steve. Ey, wie heißt der? Er hat einen Strich oben. Lol. Hä? Was? Was? Er heißt einfach mal Strich. Leute, was ist passiert?